Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa aus Margus Schloss hier in Chrono Trigger. Im letzten Part haben wir hier in diesem anderen Korridor gegen Slash gekämpft oder auch Slush, wie Frog ihn so nett nannte. Und wir haben ihn recht glorios besiegt und ja, jetzt auf dem Rückweg dürfen wir wieder ein paar normale Monster erledigen. Geheilt sind wir, gespeichert habe ich ebenfalls. Ich habe nicht zu viel Pause gemacht zwischen den Parts, weil ich möchte eigentlich diese Arc schon zeitnah abdrehen, damit ich einfach das gesamte, damit ich das einfach alles zusammen habe und da keine Pause dazwischen habe, weil ich mich da ziemlich blöd fühlen würde, wenn ich dann irgendwann mitten in Margus Schloss wieder einsteige und keinen Plan mehr von dem habe, was ich tun soll. Das wäre nicht so toll. So, guter Angriff. Du bist auch erledigt. Diese Abrufen haben ja nicht so viele LPE daher. Ja, die sind weg. Alle beide. 70 Erfahrungspunkte, 5 Tech-Punkte. Äther erhalten. Oh, sehr guten Äther. Äther kann ich immer gebrauchen. So, dann haben wir jetzt hier noch eine kleine Gruppe. Tanz, Tanz, denn heute Nacht wird unser Anführer geboren. Und wir sind ja die Opfer. Und ich finde diesen Spruch einfach gut, so tanzt, tanzt. Ich weiß nicht, ich feiere das, weil es einfach so gut zur Stimmung passt. Im Übrigen, Slash war übrigens ebenfalls ein Schwertkämpfer und konnte auch einige von den Attacken, die Chrono auch konnte. Und ich habe festgestellt, dass wir in naher Zukunft bei den Techs wohl Flächenangriffe lernen, sehr viele. Und wenn wir hier das Schloss beendet haben, spätestens will ich noch einmal die Gruppe austauschen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich werde ich dann wieder Robo und Luca mitnehmen. Aber das überlege ich mir dann, wenn es soweit ist. Bin ja mal gespannt, wann wir die neuen Techs lernen. Kann man das denn hier irgendwie sehen? Bei Tech-Punkten 111. Bei 7. Okay, das könnten wir bald lernen. 22. So, jetzt haben wir hier wieder einen Speicherpunkt. Ich wette, hier taucht jetzt Ozzy auf. Ja. Das ist gar kein Speicherpunkt. Das war ein Teleporter. Cool gemacht. Und jetzt haben wir hier die Bodyguards. Wahrscheinlich dürfen wir uns gleich Ozzy stellen. Und ich wette, der Kampf wird schwerer als damals auf der Brücke, wo man einfach nur seine Untergebenen, die Untoten umbringen musste und dann, wenn der Zauber weg war, ist er weggeflogen. Ich wette, er ist jetzt wesentlich stärker als vorher. Und darauf freue ich mich schon. Das wird lustig. So, dann hier. Und ach, alte Bekannte. Oder auch nicht, die sehen nur so ähnlich aus. Die Grimalkin. Ach scheiße, wir können nur alles einzeln angreifen. Sehr schade. Hatte eigentlich gehofft, dass wir mit dem Zyklon mehr als einen treffen. Oh, die Grimmerkin halten nicht viel aus. Das ist gut. Mal sehen, wie viel diese Komplizen aushalten. Scheinbar doch ein bisschen mehr. Ich schätze mal, die haben so um die 200. Momentan kann ich die Gesundheit ja nicht einsehen, weil ich Luca ja nicht mit habe mit dem Sichtfeld. So. Frog hat heilen gelernt und Chrono hat ein Level abbekommen. Sehr gut. Im Übrigen sehr nett, dass die Musik immer noch spielt, weil wir jetzt halt immer mehr Angriffe haben. Und, ah, das wird ein Opfer für einen Zyklon. Doch nicht? Hä? Warum denn das? Das ist ja gemein. Und, oh oh, ich sollte dringend... Ich denke, ich sollte es mal gleich mit einem Eiswasser versuchen, während Chrono dann mal den Komplizen angreift. So, dann mache ich jetzt mal... Oh, was ist das denn? Angriff mit... ein großer Angriff, aber ich denke, mit dem Eiswasser komme ich eigentlich recht gut zurecht. Das erledigt ja alle Gegner und Flächenzauber sind immer gut. Und ich sollte Marle mal heilen nach dem Kampf. Und... Ach nee, Magie wirkte ja nicht auf die... Ach, Zerstörung ist das. Hatte ich nicht mehr im Kopf. Ups. So, der hat jetzt erstmal ein Konter abgekriegt. So, jetzt kommt Frog. Und der ist erledigt. Und jetzt kommt noch Marle mit ihrem Angriff, der nicht viel bringt. Ich denke, jetzt Chrono mit seinem Angriff wird... Ja, das reicht schon.
Gut, dann jetzt außerhalb des... Ah, Maler hat Hast gelernt. Sehr gut. Hast könnte man immer gebrauchen. So, ich denke, ich benutze erstmal normale Toniken. Damit wir die mal aus dem Inventar so ein bisschen raus haben. So. Dann jetzt sortieren. Dann haben wir jetzt auch wieder alles im Griff. So, jetzt werden hier noch mehr kommen. Wow, hier kommen ja richtig viele Gegner. Meine Güte. Hm? Ach so. Ach, da hinten sind die Grimmalkin. Ich denke, ich benutze mal Wasser auf den hier. Ach! Schnitt heilt den auch. Das ist nicht gut. Stich. Nicht Schnitt. Entschuldigung. Wieso habe ich das jetzt... Ach, Gehirn. So, ich denke, nächste... So. Mal sehen, was können wir dann mal machen. Einmal den Hexer angreifen. Auch den Hexer angreifen. Und dann noch den Hexer angreifen. Ich denke, das sollte reichen. Ja, nach dem Kampf müssen wir wieder heilen. Jetzt kommt nochmal Zerstörung. Gar nicht gut. So, da haben wir 56 Schaden. Dann von Krone noch den Angriff. Und Frog greift den Komplizen an, macht einen Crit und der Komplize ist weg. Sehr gut. So, jetzt nochmal normale Angriffe. Erstmal wieder auf den Komplizen. Oder nee. Zwei fokussieren auf den Hexer und der Rest wird, wird auf den Komplizen umgeleitet. Ach, hat schon gereicht. Sehr gut. So, ich glaube... Ach nee. Moment, wie war das nochmal mit heilen? Ach ja, gibt eine EP zurück. Sehr gut. Sehr schön. Dann nehme ich jetzt nochmal eine Zunge, um euch beide ein bisschen zu heilen. Sehr gut. Die zweite... Ah, da ist Ozzy. Heißt... Wir füllen nochmal die Ätherreserven auf. Zumindest bei Krono. Na, eine können wir noch Frog geben. Gut, wir haben volle LP. Wir haben fast volle MP. Das ist ein ähnliches Szenario wie damals bei Slash. Und wir haben eine Nebelrobe erhalten. Was kann die denn? Nebelrobe? Was ist eine Nebelrobe? Ist das vielleicht ein Item? Ah, eine Rüstung. Okay. Aber wer kann sie tragen? Also Frog kann sie nicht tragen. Vielleicht Marle. Wow. Die boostet die Verteidigung ja ordentlich. Na, dann lassen wir die mal an. Das ermüdet mich. Slash, flee. Tut uns leid, aber sie können dir nicht helfen. Oh, ich habe Frogs Stimme hingekriegt. Tut uns leid, aber sie können dir nicht helfen. Du Fliegenfressender! Ozzy ist in der Patsche. Es gibt kein Entkommen. Nö, gibt's auch nicht. Wow. Moment, was ist das hier? Sind das Guillotinen? Oh mein Gott, das sind Guillotinen. Und Ozzy bedient das Ganze. Willkommen! So, jetzt schnell durch. Die Truhe schnappen. Dunkelrüstung erhalten. Was mache ich denn da? So, wer kann die Dunkelrüstung tragen? Magische Verteidigung plus 5. Ja, können wir anlegen. So, dann gehen wir hier lang. Ich finde es übrigens gut, dass man vor den Guillotinen auch so ein bisschen weglaufen kann. Indem man einfach in die andere Richtung läuft. Ja, wie wär's damit? Ach, jetzt wieder das Tempo ansteigen lassen. Okay. Au, verdammt, nein. Au. Oh Gott, wie viel haben wir verloren? Einiges. So, dann schnell eine Tonik. Vor allen Dingen, alle haben so viel verloren. Das ist hart.
Aber okay, wir sind ja auch beinahe geköpft worden. Das erklärt's, glaube ich. Ah, nein. Nein, nein. Schnell durch. Gut. Aber unmöglich. Er ist wirklich so ein kleiner Fallensteller. Er versucht immer zu entkommen. Nein. Nein. Ich will Techniken einsetzen. Ich will Heilen benutzen. Ja, gut. Wir sind wieder fit. Wer weiß, was uns im nächsten Raum erwartet. So ein Todesfinger erhalten. Was ist bitte ein Todesfinger? Ist das vielleicht eine Waffe für Robo? Ähnlich wie die Arme? Wie kann man sehen, für wen die... Ach, egal. Finde ich dann heraus, wenn wir am Ende der Zeit sind. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Und okay, wir müssen in die Richtung. Und die Atmosphäre ist gerade noch um ein gutes Stück gruseliger geworden. Alles klar, hier können wir nicht runter. So, jetzt haben wir hier Bosse. Roli und Vampire, das ist doch... Das ist ein Witz. Was, Moment. Ach so, das ist in... Ist das so ein angedeutetes 3D? Die einen sind in der Ebene, die anderen in der? Ist ja mal geil. Wow. So geht's auch. Der war auch noch ein Gegner, alles klar. 7 Tech-Punkte erhalten, Tonik erhalten. Sehr gut. Aber die Gegner sind jetzt nicht so sonderlich stark. Ach, hier ist noch dieser komische Möchtegern-Flieh, gegen den wir schon gekämpft haben vor 2 Parts. Der war aber auch lustig. Und dann kam der richtige Flieh und alle haben erstmal gedacht, Moment, das ist ein Kerl, das ist ein Weib, das ist ein Kerl. Das war einfach zu komisch. Ich feiere das immer noch. Okay, gegen den können wir nicht antreten. Der ist da einfach nur. So, dann erledigen wir hier noch. Ach, jetzt ist der dabei. Jetzt sind das sogar 2. Ach, Jongleure sind das. Okay. Ich setze mal ein Gewitter auf den ein. Und... Mal sehen. Ja, eine Schlagzunge auf den Olli. Was? Magieverteidigung ein? Ist das vielleicht sowas von der Dunkelrüstung? Ach nee, das war von den Jongleuren, weil die haben sich eingekesselt. So oder, also sozusagen, die haben sich in so eine Art Schutzhaltung begeben, dass keine Magie ihnen schaden kann. Physische Verteidigung ein. Ja, dann greifen wir doch einfach mal mit Blitzen und Eis an. Ja, das macht ordentlich Schaden. Jetzt haben sie Magieverteidigung an. Und dadurch, dass sie Magieverteidigung anhaben... Oh. Ach doch nicht. Okay, greifen wir mal dich an. Und bah, diese Feuerattacken sind ja böse. So, ein Crit. 334. Das wäre erledigt. Oh, noch ein Crit. Sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Je mehr Crits wir haben, desto besser. Und Marla hat ein Level-Up bekommen. Genau rechtzeitig. Und, oh, seht ihr das? An der Seite ist dann noch so der Mond. Oh, das sieht richtig genial aus. Wow. Aber generell auch dieses ganze Wolkenverhangene sieht verdammt cool aus. Ach, und da ist wieder Ozzy. Oh nein. Das ist gemein von ihm. Oh. Na gut, aber die Abberufenen sind jetzt nicht so schlimm. Das kann man, glaube ich, mit einem Eiswasser erledigen, dass sie dann alle weg sind. Das ist ja momentan der einzige Flächenangriff, den wir haben. So, dann warte ich jetzt nochmal ganz kurz. So, das dürfte jetzt auch erledigt sein. Ja, wow! Dieser Angriff macht fast mal 800 Schaden bei jedem. Oh mein Gott. So, wir sind jetzt hier in einem sehr großen Raum.
Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Nee. Hä? Was sind das bitte? Oh Gott, man muss hier gegen Speicherpunkte kämpfen? Was zum... Was? Okay, sie haben nicht viel Gesundheit, aber trotzdem. Wow. Und die geben viele Erfahrungspunkte. Und Frog hat ein Level Up. Trotzdem, jetzt haben wir keinen Speicherpunkt mehr. Hier sind Kisten und noch mehr Speicherpunkte. Eine Barriere erhalten. Sehr schön. Eine Unterkunft erhalten. Ah, das ist ein Teleporter. Ja. Ich will mal wieder runterfallen. Menno, ich will wieder runterfallen. Ach, jetzt kommt noch so ein... Ja, gut. Jetzt sind hier bloß keine Monster mehr. Außer vielleicht... Moment, was ist das denn? Eine Magiepille erhalten. Sehr schön. Dann sehen wir uns weiter in diesem Raum um. Ah, das sind wieder die Monster. Also diese komischen Teile hier. Und ja, ich versuch's jetzt mal mit Magie einfach. Warum nicht? Okay, sie sind magieempfindlich. Falls wir also irgendwann mal stärkere Versionen von denen treffen, wissen wir schon mal, sie sind magieempfindlich. Und das ist gut. Und was zum... Wie bewegt sich das Ding bitte? Aber ich find's cool, dass man so eine Art... Mimik-Speicherpunkte einbaut. Das ist genial. Das ist wirklich eine geniale Idee. So, ein Lapis erhalten. Was ist denn ein Lapis? Oder Lapis. Das ist auf jeden Fall ein Edelstein, soweit ich weiß. Was kann man denn mit dem tun? Okay, er scheint kein Ausrüstungsgegenstand zu sein. Dann sehe ich ihn mir mal so an. Gibt 200 LP alle. Ah, ich könnte auch mal sortieren. Das wäre eine Idee. Was ist, wenn ich jetzt hierher gehe? Ach, das ist wieder ein Teleporter. Der bringt uns auch hierher. Gut zu wissen. Oh Mann, das ist ja blöd hier. Na gut, wir müssen einfach nur wieder einen der Punkte zurücknehmen. Ach, der Punkt wechselt jedes Mal. Okay. Auch gut zu wissen. Also Ozzy ist wirklich so einer, der versucht, Leute wirklich zu trollen. Er ist ein Troll. Dabei sieht er nicht aus wie einer. Aber egal. Ich bin mal gespannt, was er so im Kampf drauf hat. Ich hoffe doch mehr als auf der Zehnernbrücke. Ich hoffe das wirklich. So. Ach, das ist jetzt ein richtiger Speicherpunkt. Das ist ja cool. Ich will aber ehrlich gesagt gegen Ozzy kämpfen. Ich will endlich da hinten hin. Aber wenn das so lange dauert, dann muss ich das wahrscheinlich auf den nächsten Part verlegen. Vorschlag. Ich denke, ich werde das jetzt so machen. Ich gucke jetzt mal, ob der nächste Speicherpunkt, den ich finde, ein Teleporter ist. Und wenn der keiner ist, dann mache ich Schluss mit dem Part und mache im nächsten Part weiter. Und wenn nicht, dann mache ich mit Ozzy weiter. Genau. Es sei denn, ich fall nochmal runter. Nochmal runterfallen. Aber ganz ehrlich, hier gibt es umsonst Erfahrungspunkte. Die sind geschenkt. Die Gegner sind schwach. Oh, Teleporter. Yay. Ich vermute, wir dürfen nicht so sehr auf einer Seite bleiben. Egal. Ach, jetzt sind hier die Monster. Okay. Ist aber auch ärgerlich, was der für Falltüren in seinen Pfad gebaut hat. Ich wette, wenn man das Spiel jetzt nicht zum ersten Mal spielt, ändert sich der Pfad eigentlich immer? Das wäre mal was, was mich in den Kommentaren interessieren würde. Ich denke aber mal nicht. Ich denke, der bleibt gleich. Dass man das dann irgendwann auswendig lernt und dann nicht immer hier runterfällt. Aber es ist doch eigentlich eher positiv, hier runterzufallen, weil man kriegt hier so viele Items. Unter anderem den Lapis.
Ah, hier ist jetzt der Speicherpunkt. Na gut, dann würde ich jetzt sogar glatt sagen, ich beende dann hier die Aufnahme und im nächsten Part, da stellen wir uns dann wirklich Ozzy. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass er so viele Fallen aufstellt. Ozzy, der Fallensteller. Na gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.